Und wieder kommt die epische Musik. Sehr schön. Also die Musik ist extrem gut. Das muss ich mal so sagen. Uiuiui. Vorsicht. Nein. Okay, so kommt man definitiv runter, aber... Wieder im Gefängnis. Hier waren wir schon mal vor Ewigkeiten. So kommt es mir vor. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte. Bitte nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity?
Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Muss mal irgendwie hier rauskommen. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriff. In Deckung! So, wir müssen uns jetzt mittel konzentrieren hier. Gott sei Dank können wir unbegrenzt jetzt die Luft anhalten. Da haben wir jetzt nicht so das Problem. Mist. Nee. Da will ich nicht hoch. Ich will halt wieder die Giftpfeile benutzen, weil die Giftpfeile sind sehr, sehr stark. Thank you.
Mensch, das kann doch nicht sein. Wir haben wieder keine Giftpfeile hier. Mensch, geh doch mal runter! Mann! Ey! So ist nur noch einer. Verdammt, sie ist weg! Was haben wir denn da? Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Ja. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat.
Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Sind. Gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Das ist doch mal interessant, oder? Jacob ist der unsterbliche Prophet, Leute. Wenn man das mal Revue passieren lässt, ist das eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, da Jacob ja auch von der Mine ganz am Anfang verschüttet wurde und halt heil da wieder rauskam. Also es ist schon trotzdem eine interessante Erkenntnis. Jetzt geht's auf in die Stadt Kitesh. Das Orrery. Na gut, dass wir hier auch wieder Pilze finden. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben.
So Leute, ich würde sagen, die Aufnahmesession ist für heute erstmal beendet. Wir haben wieder richtig viel geschafft. Wir haben den Atlas entschlüsselt, wir haben Jonah gerettet, wir haben herausgefunden, dass Jacob der unsterbliche Prophet ist und sind jetzt unterwegs in Richtung verborgene Stadt. Und ja, das werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession machen. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, vielleicht auch ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Das würde meinen Kanal vorwärts bringen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder hier zu Rise of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Einschalten.